Eine Woche Praktikum in der Marktwirtschaft. Praktikas, die unbezahlt sind, stellen ein Problem für die Gesellschaft dar. Um ein eigenes Leben führen zu können, braucht jeder für seine Arbeit ein Einkommen. Es geht nicht, dass Praktikas mit Lebensmitteln bezahlt werden. Dies stellt eine unzureichende Vergütung dar. Besonders wenn keine anderen Einkommen vorhanden sind. Bei einer Bewerbung geht es nicht in Ordnung, aber überhaupt nicht in Ordnung, nach einem Praktikum mit einem Geschenkkörbchen und einem normalen Händedruck verabschiedet zu werden. Es fehlt bei der Verabschiedung ein richtiges Nachgespräch mit dem Marktleiter sowie ein Zeugnis. Es war immerhin eine 40-Stunden-Woche, eine Woche gratis. Arbeit stellt einen klaren Gewinn für die Firma dar. Nun gehen wir zu dem Geschenkkörbchen über und schauen, was drinnen ist. Wir haben für eine Woche Arbeit ein paar Bananen, drei Stück Bananen im Bündel erhalten. Dazu haben wir 5 Stück Beefies, als nächstes Mana, 4 x 75 Gramm zum Naschen. Einmal ein Axe-Deodorant. Barilla. Nudeln. Jeweils ausreichend für mehrere Menüs. Salamissimo von Wildmann. Moment. Wir schauen immer aufs Datum. Immer aufs Datum schauen. Ne? Immer. Ein Zettel. Dann haben wir eine Spezialitätenplatte mit Salami und Schinken bekommen. Dazu ein Duschgel zum Duschen für den Körper von der Firma Fa. Moment. Das positionieren wir mal hier. Duplus von Ferrero. Das könnte doch noch hier hinpassen. Boah, das ist zu groß. Na, dann stellen wir es mal hier hin. Ein Erasco, ein Erasco-Nudel, einen Topf, Kartoffel, einen Topf, einen Kartoffel, einen Topf mit Würstchen. Muss man hier klar definieren.
Jawohl. Zwei Tafeln Milka. Gleiche Sorte, normale Milka. Auch das Datum stimmt. Das ist bei Lebensmitteln sehr entscheidend. Na? Du willst halten. Ich sage, du willst halten. Dann wirst du halten. So. Dann haben wir hier einen karibischen Orangensaft. Ein karibischer Orangensaft, sehr schön. Ja, auch das Datum stimmt. Moment. Okay. Das ist ein Deodorant von der Firma Fahr, um es unter die Achseln zu machen. Ein sehr schönes Deo. Oh, das belebt. Und zum Schluss. Na? Noch nicht der Schluss. Moment. Felix, Tomatenketchup. Jawohl. Dann haben wir noch. Oh, ein Nutella. Wir haben ein Nutella bekommen. Was auch sehr schön ist. Wahnsinn, geil. Ist ein richtig netter, schöner Geschenkkorb. Der sich schon lohnt. Ja. Ich hoffe, ihr schreibt mir noch Kommentare unter das Video. Und denkt auch immer dran, dass ihr einen Praktikumsvertrag braucht. Das ist das hier, womit ich rumwedel. Ein Praktikumsvertrag, sehr wichtig, wenn ihr ein Praktikum macht. Oder sonst irgendeine Arbeitsstelle anfängt. Und natürlich auch beim Beenden ein Zeugnis, was hier fehlt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen, schönen Tag, Abend, wie auch immer, wenn ihr das Video anschaut oder genießt.